Hallo, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Sichtbar Anders, deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Ich bin Verena Meyer-Kolbinger und ich freue mich unglaublich, dass du hier bist. In diesem Podcast dreht sich ja alles um Kreativität. Es dreht sich um die kreative Power, mit der wir Dinge erschaffen können, die uns wichtig sind, die unsere Herausforderungen sind und ja, wo so eine innere Sehnsucht nach in uns einfach nicht aufgibt und immer wieder hochkommt. In diesem Podcast geht es darum, wie wir diese Sehnsucht leben können und wie ich auf meine Art und Weise und wie ich als Kreativitätscoach das lebe und auch weitergeben möchte. In dieser heutigen Podcast-Folge habe ich einen Interviewgast. Und dieser Interviewgast ist Maren. Maren hat mich unglaublich beeindruckt, als sie mir vor einigen Wochen bei den Digital Media Women über den Weg gelaufen ist. Und zwar hat Maren dort um Feedback für ihre Webseite gebeten. Ich habe das Bild gesehen von ihr und habe gedacht, irgendwas stimmt mit ihren Beinen nicht. Ich bin dann auf diesen Post drauf und bin auf ihre Webseite gekommen. Und ganz ehrlich, ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Maren hat mich unglaublich beeindruckt. Und in dieser Podcast-Folge geht es darum, was Maren sprichwörtlich auf die Beine stellt. Es geht um Motivation, es geht um Dankbarkeit, es geht um Freundschaft und es geht um Träume und Ziele. Hast du Lust? Dann lass uns loslegen. Herzlich willkommen, Maren. Hallo Verena und erstmal vielen Dank fürs Kompliment und ich bin froh, hier zu sein. Schön, sehr schön. Ich möchte ja gerne immer diese Interviews mehr wie ein Gespräch gestalten. Und was ich ganz oft habe, wenn ich Interviews habe oder mache oder gebe oder aufzeichne, wie auch immer, dann reden wir am Anfang und klären verschiedene Dinge ab. Und meistens kommen wir schon total tief ins Thema rein. Und dann denke ich mal, halt, stopp, alles zurück. Das möchte ich alles ins Interview reinpacken. Und wenn es dann losgeht mit dem Interview, braucht es oft so ein bisschen Zeit, bis man reinkommt. Und ich hoffe, dass wir das heute ja ein bisschen intuitiver auch gestalten können. Okay, dann lass uns starten. Ja, genau. Was mich unglaublich beeindruckt hat, als ich von dir gelesen habe, ist diese kraftvolle und motivierte Art, die du hast und vor allen Dingen auch die Sichtbarkeit, in die du gehst und dich und deine Behinderung, deine Herausforderung zeigst. Und zwar, und das habe ich, vor ein paar Tagen hattest du wieder einen Post gemacht mit einer unglaublichen Ehrlichkeit. Und gerade in dieser Ehrlichkeit steckt so viel Kraft drin. Und ich möchte gerne das rauspusten auch in die Welt, weil das ist ein solches Vorbild. Da ziehe ich jetzt ganz tief meinen Hut vor dir, liebe Maren. Nimm uns doch mal mit in deine Geschichte. Weil ich schätze mal, jetzt sind alle schon ganz neugierig. Was ist denn das? Was macht denn die Frau? Okay. Also es ist so, ich bin jetzt 21 und seit ich 10 Jahre alt bin, habe ich quasi einen inkompletten Querschnitt. Entschuldigung, ich musste kurz weg. Ein inkompletten Querschnitt, was heißt das? Das heißt, jeder kennt einen Querschnitt, jemand, der jetzt gelähmt ist. Und ein inkompletter Querschnitt meint, dass mein Rückenmark nicht ganz durchgeschnitten ist, sodass
der Rest Nerven vorhanden sind, sodass meine Beine ich zwar bewegen kann, aber vielleicht nicht so im vollen Umfang, wie es ein Gesunder tun kann. Das heißt, meine Beine sind schwächer als von gesunden Beinen, weil die Übertragungsleitung nicht so gut ist. Das kann man sich auch gut vergleichen mit einer Lampe. Wenn die einen Wackelkontakt hat, dann kann die nicht so stark leuchten. Und so kann man das quasi mit einem kaputten oder kaputtbares ein defektes teildefektes Rückenmark vorstellen. Mhm. Entschuldigung, dass ich da jetzt so reingegangen bin und dich unterbrochen habe, aber. Nein, alles gut. Das, viele kennen den Begriff nicht. Für mich ist der schon so geläufig. Ja. Das ist in Ordnung. Und jetzt zu den Hauptpart, warum du mich quasi kennengelernt hast, ist, also ich hatte schon ein paar Operationen, aber das ist jetzt viel zu weit. 2018 war bei mir alles dann nach mehreren Operationen, Rehas etc., war meine Wirbelsäule soweit gut. Also sie war begradigt, ich konnte frei laufen, 5 Kilometer, und bin dann ausgezogen von meinen Eltern und nach Hamburg gezogen. Habe da auch dann meinen 18. Geburtstag gefeiert und hatte ein sehr, sehr glückliches Leben. Dann kam der 7. Januar 2018 und ich bin morgens gelähmt aufgewacht. Und ja, dann war meine Welt mal kurz nicht mehr so rosig. Und das heißt, aufgewacht und es ging nichts mehr. Es war so, ich bin abends ins Bett gegangen und morgens wollte ich wie gewohnt zur Schule gehen und halt aufstehen vom Bett und bin aber mehr oder weniger aus dem Bett gefallen, das weil ich meine Beine nicht mehr bewegen konnte. Und man muss dafür wissen, dass ich aber auch eine Wirbelsäulenverkrümmung habe. Das ist wichtig, um jetzt dann den folgenden Part dann nachvollziehen. Mhm. Ja, und dann haben sich meine Beine an dem Tag nochmal berappelt und dann habe ich so ein Gefühl, ich nenne das Arbeitsmodus geschaltet, und weil der erste Gedanke war nicht, oh Gott, ich kann nicht mehr laufen, sondern was shit, ich komme zu spät zur Schule. Okay, ja. Und dann haben sich meine Beine nochmal berappelt und dann, ich glaube aus Angst, weil ich wusste, dass mein Alltag da nicht mehr der Alltag ist, bin ich dann zur Schule gegangen und hatte zwar echt Schmerzen und so, aber ich wollte diesen Schultag noch erleben. Ich wollte diesen einen Tag noch Alltag haben. Und dann ja, bin ich aber am nächsten Tag ins Krankenhaus. Weil, ich habe meine Eltern angerufen und konnten aber erst am nächsten Tag ins Krankenhaus, weil das eine Spezialklinik ist, wo ich immer bin. Und da ging es erst am nächsten Tag. So, und im Laufe der Zeit war ich dann irgendwann in einer Reha und habe dann Maura kennengelernt. Das ist eine Zimmerkollegin von mir gewesen in der Reha. Und wir waren beide da, um jeweils laufen zu lernen. Sie konnte nicht laufen aufgrund eines Gehirntumors. Und wir freundeten uns an und wir waren auch viel im Schwarzwald, in ihrer Heimat, für Rollstuhl unterwegs. Und irgendwann kam abends dann von ihr der Spruch, weil es mir psychisch von den 18 dann nicht mehr so gut ging. Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Ganz kurz bitte nochmal. Es ging mir 2018 zunehmend nicht mehr so gut, okay, weil man nicht wusste, was das bei mir ist, mhm, und nicht wusste, was man machen könnte. Und deswegen hatte ich dann entschieden, okay, ich organisiere eine Reha, um einfach mit der Hoffnung, vielleicht kriege ich das wieder hochtrainiert und komme zurück in meinen Alltag und zurück nach Hamburg. Und das wurde aber eher schlechter. Und Maure hatte dann gesagt, du Maren, wenn wir beide wieder laufen können, dann wandern wir durch den Schwarzwald. Und ich habe dann zu ihr dann gesagt, oh Maura, dass ich so gut laufen kann, dass ich mit einem Rucksack, 10 Kilo Rucksack durch ein Mittelgebirge wandere, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich würde das Pferd nehmen. Damit traue ich mir das zu. Okay, Maren, dann reiten wir durch den Schwarzwald. Gesagt, getan. Nee, getan leider nicht, weil Maura ich hatte dann eine Wirbelsäulenoperation und die hat mir auch im wahrsten Sinne des Wortes mein Leben gerettet und auch meine Nerven wieder zurück, also meine Nervenfunktion wieder zurückgebracht. Mhm.
seitdem bin ich nicht mehr, also seitdem kann ich meine Beine wieder bewegen. Und leider ist aber nach meiner Operation, 4 Wochen später, kam der Anruf von Mauras Mama, Maura ist gestern verstorben. Ich hatte mit Maura Kontakt gehalten, aber nach meiner Operation hatte sich Maura nicht mehr gemeldet. Ich habe sie versucht, mir irgendwas anzurufen, aber da kam keine Reaktion. Ich hatte mir auch schon Sorgen gemacht, aber es kam dann nur noch eine Nachricht, dass sie gerade nicht kann. Und ich habe nicht verstanden, was. Aber die Mama hat mir gesagt von Maura, dass sie auf der Palliativstation eine Woche war und es ihr zunehmend schlechter ging auf einmal. Und bei ihrer Beerdigung, das war, also ihr müsst euch vorstellen, wenn man eine Wirbelsäulenoperation hat, dann muss man eigentlich eine Schonungszeit einlegen, wo keine Erschütterungen sind. Und Maura wurde im Wald begraben, also wo viele Erschütterungen mit dem Rollstuhl entstehen. Aber ich hatte dann entschieden, nee, das ist es mir wert. Ich gehe jetzt zu Maura nach Freiburg und bei der Beerdigung und sage Tschüss quasi. Und habe ihr dann bei der Beerdigung quasi versprochen, du Maura, ich setze trotzdem unseren Traum fort. Ich reite durch den Schwarzwald. Und ich setze noch eins drauf. Ich umrunde Deutschland. So kam es dann zum Projekt Tour der Freiheit. Das heißt, zurück auf den Beinen, ganz Deutschland umrunden. Und die Grundidee war, zuerst mit dem Pferd ganz Deutschland 3200 Kilometer zu reiten. Aber ich habe das jetzt ein bisschen umgesattelt. Ja, lustiges Wortspiel. weil ich werde den Schwarzwald per Pferd durchreiten und den Rest per Fahrrad machen. Okay. Weil die ganze Strecke würde ich mit meinem Körper nicht schaffen. Ja. Maren, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Weil das war schon ein harter Tobak. Und du siehst, ich habe hier Pippi in die Augen, gell? Weil es hat mich so auch angerührt und berührt, die Vorstellung, welche Kraft du auf dich genommen hast und wie klar du diese Entscheidung gefällt. Ich gehe in diesen Wald rein, ich werde in diesen Wald reinfahren. Ich nehme an, es wird ein Friedwald. Ja. Ja. Ich werde in diesen Friedwald gehen, um Maura auch mit zu ehren. Und also schon. Es war mir wichtig, ihr noch Tschüss zu sagen. Ja. Danke. Ja. Aber ich wurde auch unterstützt. Also Maura war bei den Sanitätern und die hatten dann so ein speziellen Stuhl, wo man mich tragen konnte, sodass man versucht hat, mir wenig, dass da wenig Erschütterungen stehen. Ja. Es war ein bisschen ein Risiko. Ja. Und das ist, ich arbeite selber ehrenamtlich, in dem Fall im Marketingbereich, für unterstütze ich den Wünschewagen. Ja, der ist auch schön. Ja, und das ist, also ich, es ist so grandios, was diese ehrenamtlichen Sanitäter und auch Begleitpersonen leisten, um solche Dinge möglich zu machen, weil da ist das, ich weiß, ich kann es gar nicht in Worte fassen, das ist eine wirklich tolle Arbeit. Total ehrenhaft. Leisten. Ja, sehr wichtig. Ja. Ja, ich werde auch in die Shownotes den Link zu dem Wünschewagen reinpacken, könnt ihr euch auch mal drüber informieren. Das war jetzt auch nicht geplant, ist jetzt hier einfach passiert. So, aber gut, du standest beziehungsweise saß da und hast dir gesagt, Maura, ich mache das und ich mache auch noch mal eins obendrauf. Ich umrunde Deutschland. Für dich, für mich, für, ja. Die Ziele von Tour der Freiheit sind, 2018 bin ich mit mir... Tour der Freiheit hast du das ganze Projekt genannt. Genau, ich habe das... Genau, Tour der Freiheit heißt das Projekt. Weil das für mich ein Freiheitstour ist. Und die Ziele davon sind, da ich 2018 mit mir psychisch in eine Depression verfallen bin, weil, ihr müsst euch das vorstellen, ich hatte von 2010 bis 2017 mit meiner Familie 7 Jahre lang, ich glaube, 4 Wirbelsäulenoperationen und mehrere Rehas. Und ist ja nicht mein erstes Mal laufen lernen, was ich jetzt mache, sondern das ist jetzt mein 4. Mal, glaube ich. Ich muss dich jetzt schon wieder unterbrechen. Es tut mir leid, dass ich dich ständig unterbreche, weil für dich ist das normal und ist das dein Leben, aber es ist
für die meisten die Vorstellung überhaupt, also laufen lernen ist eine Selbstverständlichkeit, ja? Ja. Und was du jetzt hier in so einer kurzen Zeit auch abgerissen hast, ist von als die wie hast du es genannt? Partielle Querschnitt oder? Ach so, sorry. Inkompletter. Inkompletter, danke. Inkompletter Querschnitt, wie das entstanden ist. Mit 10 hattest du gesagt. Und dann auch diese Zeit bis 2018, dass da ja auch eine Zeit dazwischen ist, in der du nicht nur herangewachsen bist in der Pubertät, sondern laufen gelernt hast, mehrfach. Genau, also ich habe das ja während meiner Schulzeit gemacht und ich habe das auch so gut überstanden aufgrund der Unterstützung meiner Familie. Die waren immer sehr, sehr für mich da. Genau, und so war das jetzt, wie gesagt, ist jetzt mein viertes oder fünftes Mal laufen lernen. Und da ich dann, wie gesagt, in Hamburg, das war für mich die Vollendung, so ein Abschluss einer Krankheit. Ich habe mit der Familie dann kurz vor Hamburg noch einen Fallschirmsprung zusammen gemacht und dann bin ich ausgezogen. Also von Pflege. What? Ein Fallschirmsprung? Ja, das 2017, kurz vor Hamburg, so als Abschluss an der Krankheitszeit, sind wir als Familie zu fünft per Tandemsprung aus dem Flugzeug gesprungen. Also das war für uns so der Abschluss. So, meine Wirbelsäule war fest, ich war ausgewachsen, ich war selbstständig. Also ich war ja früher von 10 Anfang eher ein Pflegefall, als dass ich irgendwie selbstständig war. Und das jetzt war 2017 die Aussicht, beziehungsweise war, dass ich dann ausgezogen bin wie jeder andere und dann in Hamburg mein alleiniges Leben geführt habe. Ich wohnte in der WG und also wie man halt normal aussieht. Mhm. Und so war das deswegen sehr wichtig, so ein Abschluss. Und Fallschirmsprung war einfach eine schöne Idee. Ja, cool. Dann, wie gesagt, war ich in Hamburg und bin da zur Schule mit einem Rad manchmal gefahren oder bin mit meiner Kamera abends unterwegs gewesen. Also ich war wirklich, ich würde sagen, auf dem Höhepunkt. Und dann von diesem Höhepunkt von 100 auf 0 zu gelangen, so auf einmal wie im Rollstuhl, im Krankenhaus, nicht wissen, in dem Fall, das war der große Unterschied zu den anderen Jahren, was man tun kann, weil man nichts gefunden hat von den Ärzten, nicht medizinischer Sicht, hat mich in eine Depression verfallen. Und ich hatte auch Selbstmordgedanken. Und dann möchte ich jetzt diesem Projekt ein Zeichen der Hoffnung setzen, weil ich hatte 2018 keine Hoffnung teilweise mehr, also besonders nach der Reha nicht mehr und habe da eigentlich mehr für mich hingelebt tagsüber. Und dann kam aber dieser Anruf von meinem Arzt und der mich geglaubt hat und der mir, ja, wie gesagt, das Leben gerettet hat. Also und da ich viele Leute in Rehas, Krankenhaus erlebt habe, die auch hoffnungslos waren vom Gefühl her, will ich einfach mit diesem Projekt zeigen, ey, ich war ganz unten und ich kann trotz oder mit einer inkompletten Querschnittlähmung beziehungsweise Skoliose, also eine Skoliose ist eine Wirbelsäulenverkrümmung, kann ich jetzt dennoch so ein Leben führen, kann Deutschland umrunden. Und das möchte ich gerne zeigen, also ein Zeichen der Hoffnung setzen, dass man nicht an seine Träume zweifeln soll, auch wenn es gerade hoffnungslos scheint. Und dieses Ziel gilt aber auch für mich selber. Manchmal muss ich mich selber überzeugen. Mhm. Und das weitere Ziel ist dann mein Arzt, wie gesagt, der mir mein Leben gerettet hat, Professor Dr. Heike Koller, zu ehren und ihm zu zeigen, ey, weil er sich sehr für mich eingesetzt hat. Also diese Operation zum Beispiel dauerte 12 Stunden und er immer unermüdlich immer gesucht hat, was ist das Problem, was können wir machen, wie können wir machen, operieren. Und ich möchte mit dieser Tour ihm zeigen, ey, das ist deine Arbeit. Aufgrund deiner Arbeit bin ich überhaupt dazu fähig, das zu verbringen. Mhm. Und der letzte Grund, ich würde auch sagen, einer der wichtigsten Gründe, ist, Maura war Kindergärtnerin. Und sie liebte Kinder. Und ich habe gesagt, ja, ich mache den Schwarzwald für sie. Aber ich habe mir überlegt, wie kann ich Mauras Tod in dem Fall einen Nutzen geben, der ihr gefallen könnte.
und ich möchte ihr danken. Und ich habe gesagt, okay, in Ehren von Maurer möchte ich gerne während der Tour der Freiheit quasi Spenden für die Kinderkrebs, die Deutsche Kinderkrebsstiftung sammeln. Weil ich denke, das wäre in Maurers Sinne. Und ich möchte ihr zeigen, beziehungsweise auch ihrer Mama, ey, der Traum ist nicht gestorben. Den gibt's noch. Und so ist Tour der Freiheit entstanden und das sind die Ziele von dem. Ja. Das hast du gerade so schön gesagt. Der Traum ist nicht gestorben, weil sie sind tatsächlich Träume und Visionen sind ewig. Ja. Und endlich hast du mal nicht mehr dran geglaubt. Ja. Wenn die Hoffnung dran verloren geht. Ja. Und ich persönlich finde immer die Vorstellung unglaublich schön, mir vorzustellen, dass solche Träume und solche Visionen so unsterblich sind, dass sie die gleichen, dass sie im Prinzip existieren seit Anbeginn sozusagen und uns besuchen, damit wir etwas damit machen mit dieser Vision, damit wir etwas damit machen und wir geben sie dann auch wiederum weiter an andere. Ja. Ja. Also zum Beispiel, mir ging es so, als ich in den Rollstuhl kam, also ich war ja, wie gesagt, schon mehrmals im Rollstuhl und der Rollstuhl ist auch bis heute nicht so mein Kumpel, nenne ich es mal, aber ich habe mich mit dem arrangiert und ich möchte anderen Leuten zeigen, die in ähnlicher Situation sind am Rollstuhl, ey, es ist nicht das Ende und da kann noch viel passieren, also die Diagnose ist nicht gleich das Statement, im Sinne von, ey, jetzt ist das Leben vorbei und so bleibst du immer. Und ich habe auch mit Rollstuhl viele Reisen unternommen und auch eine schöne Zeit gehabt, so ist es nicht. Aber verstehst du, was ich meine? Ich möchte sagen, dass Rollstuhl, Querschnitt, Skoliose, das sind zwar vielleicht alles so Tatsachen, darauf, die man irgendwie natürlich auch hagert, aber sie behindern einen nicht, seine Träume zu verwirklichen. Ja. Und ich finde das, was du auch gerade sagst, so unglaublich wichtig, auch im Verständnis für uns als Gesellschaft, wenn wir auf, nennen wir es Beeinträchtigungen, Behinderungen, Handicaps und so weiter und so fort schauen. Das ist nie ein abgeschlossener Zustand, der ist so, sondern es ist immer etwas, was geworden ist. Und ich bin selbst auf die Welt gekommen mit einer sehr starken Skoliose. Okay. Ich wurde damals direkt eingegipst. Das hat man in den 70er Jahren noch gemacht. Man gehe daher und sage sich, okay, noch ist das Ganze beweglich. Wir pressen es jetzt einfach in eine andere Form. Ich hatte damit unglaublich Glück. Meine Mutter hatte ein sehr anstrengendes Jahr, weil das Ganze ging ein Jahr. Was sicherlich mit einem Säugling, der komplett in so einem Gips drinne ist, nicht einfach ist. Und es ist, deine Geschichte zeigt mir auch, es ist nicht so, dass es A, losgelöst ist, sondern Behinderung, Handicaps, Beeinträchtigungen sind Teil unseres Lebens. Und egal, wie schwer es ist, ob ich jetzt heute eine Sehnenscheidenentzündung habe oder ob es wie bei dir eine inkomplette Querschnittslähmung, ich habe es gelernt. Ja, gut. Es ist ein Teilmoment und hat nichts mit dem gesamten Leben und mit der Person zu tun. Nein, es ist eine Diagnose. Ja, es ist eine Diagnose, genau. Sie bestimmt natürlich viel im Leben, also keine Frage, ich habe auch Arzttermine, sie gibt mir auch teilweise einen Takt vor, aber es ist nicht ich. Ja. Die Diagnose. Ja. Bevor wir jetzt gleich zur Tour der Freiheit kommen und zu diesen unglaublichen Fakten, die auch da dahinter stehen, wo wir nochmal eine Wow-Welt aufmachen, möchte ich nochmal in einen Schritt davor reingehen. Wir hatten gerade vom Leben gesprochen, von der Selbstverständlichkeit und Persönlichkeit. Wie,
Wie schaffst du es, an deinen Traum zu glauben? Also wir sprechen hierbei jetzt von Motivation, auch von Vision und dieses Übereinanderbekommen mit diesen alltäglichen Stolpersteinen. Also eigentlich ist diese Frage sehr komplex. A, wie behältst du deine Motivation? Wie behältst du deine Liebe zu deiner Vision? Und was sind deine größten Stolpersteine? Hui. Okay, also fangen wir jetzt mal mit Frage 1 an. Wie komme ich zu dieser Vision? Wie halte ich das dauer? Ich glaube, ich will mir erst mal selber beweisen, ob ich das schaffe. Ich will sehen, schaffe ich das. Es ist auch ein Experiment für mich. Ich würde aber auch so weit gehen, dass ich diese Ziele ja sehr genau definiert habe. Und wenn man dann diese Ziele genau definiert hat, dann weiß man auch, worauf man arbeitet. Und dann sitzt diese Arbeit nicht mehr so. Also zum Beispiel, ich habe jetzt diese Woche echt viele E-Mails geschrieben, wo ich dann doch mal so 6 Stunden am Laptop saß. Und dann dachte ich so, boah, Alter, jetzt langt es mir aber auch. Aber wenn du dann dieses Ziel hast, so nein, da soll es hingehen, dann kriegst du auf einmal so eine Kraft und so eine Energie, wo du sagst, das ziehe ich jetzt durch. Und dann macht das ja auch Spaß, wo du sagst, ja, ich will dahin und deswegen mache ich das. Mhm. Und die Liebe zu meiner Vision, das ist für mich ein Traum. Das hat, was mich tut, der Freiheit ist für mich auch, würde ich sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, ein Selbstfindungsprozess im Sinne von, dass ich sage, ey, ich muss mich erstmal selber heilen und dieses Projekt hilft mir dadurch. Und ich würde sagen, ich habe so eine Liebe zu dieser Vision, weil Maurer mir sehr, sehr wichtig war, ich diesen Arzt, Dr. Koller, sehr, sehr dankbar bin und ich auch anderen zeigen möchte, dass, also ich möchte denen als lebendes Beispiel dienen, ey, das geht. Und das motiviert mich dann so stark, dass ich sage, okay, ich arbeite weiter, ich mache das voran. Deswegen auch ich hatte vorher mit Social Media nicht so viel im Hut, warum ich aber versuche, den Werdegang von Tour der Freiheit so ehrlich wie möglich darzustellen, also so authentisch wie es geht, zu zeigen, mit den Höhen und den Tiefen. Und die Stolpersteine. Ah, danke, Jens. Stolpersteine sind, dass man nicht aufgeben darf bei solchen Projekten, auch wenn es manchmal schwer ist. Also ich hatte eigentlich mit dem Projekt, ist es eigentlich nur eine Win-Win-Situation für mich. Aber du musst einen unglaublichen Atem haben bei zum Beispiel Verbreitung dieses Projektes. Und dann musst du auch sehr direkt sein, was möchtest du? Und mir fällt das manchmal schwer zu sagen, ey, ich brauche einen Sponsor für ein Fahrrad. Geh mal zum Fahrradladen und frag ihn das. Also mir fällt das schwer, das zu sagen. Und da würde ich sagen, sind die Stolpersteine auch bei der Planung. Also zum Beispiel, ich habe ja gesagt, dass Tour der Freiheit eigentlich ein per Pferd alles laufen sollte, die ganze Tour. Und ich habe da auch ein Jahr dran geplant, mich informiert, mich ausgetauscht. Aber dann musst du auch flexibel sein oder dir eingestehen können, dürfen, sollen, zu sagen, okay, das geht nicht. In meinem Fall geht das körperlich nicht, aber auch finanziell, beziehungsweise wollte ich nicht dem Pferd das ich will ja danach auch studieren und ich sehe nicht ganz, dass ich dem Pferd danach gerecht werde. Mhm. Dass man diese Flexibilität aufweist, das fiel mir am Anfang nicht so leicht. Okay. Also Stolpersteine A, sich bewusst zu machen, ich muss jetzt hier bitten. Bitten fällt mir schwer. Stolperstein 2 ist die Flexibilität und neue Möglichkeiten suchen, um etwas anzupassen. Ja,
und sich das aber auch nicht selber so persönlich zu nehmen, sondern von so sagen, ich habe versagt. Das muss man sagen können, so, okay, nee, ja, ich kann vielleicht nicht diesen Weg gehen, aber vielleicht gibt es einen anderen. Mhm. Das Ziel ist wichtig. Ja, pure Kreativität, da freut sich die Frau Meier wieder. okay, dann lass uns doch jetzt mal hier in die Fakten gehen. In die Fakten zu Tour der Freiheit. Und Trommelwirbel. Mara, du hast dir vorgenommen, 3.100 Kilometer zurückzulegen, davon 300 Kilometer auf dem Fahrrad. Ich nehme an, das ist die Schwarzwald-Etappe. Nee, also 3.200 Kilometer ist die ganze Tour. Ja, und die 300 Kilometer ist die Etappe mit dem Pferd, also die Schwarzwald-Etappe. Genau, 200 Kilometer sind die Etappe über den Schwarzwald. Mhm. Und der Rest ist dann per Fahrrad, genau. Okay, das heißt, da sind wir dann noch bei roundabout 2.800 Kilometer mit dem Fahrrad. Und du hast dir 148 Stationen genommen. Ja, genau. Wow. Erzähl uns, wie du das gerne machen möchtest. Und vor allen Dingen, fangen wir mal damit an. Okay, du verbringst die Tage. Wirst du das Ganze alleine machen? Ja, dann kommen wir zu der Lieblingsfrage. Wenn mein Papa jetzt da wäre, würde er jetzt genau zuhören? Deine Eltern hätten am liebsten eine permanente Begleitung. Sie hätten gerne ein Support-Team, wie sie es nennen. Also das heißt, ich plane die Tour, dass ich es alleine mache. Vor allem zumindest den Fahrradteil, den Pferd, den Teil mit dem Reiten. Dann möchte ich auf jeden Fall mit jemandem zusammen per Wanderreiten quasi den Schwarzwald überqueren. Weil das Pferd mir sehr wichtig ist, dass es ihm gut geht und nicht, dass wir meine Beine nicht leisten kann. Also die Versorgung sozusagen des Pferdes zusätzlich, dass es nicht nur ein Vehikel ist, sondern es ist ja auch ein Lebewesen und jemand, der sicherstellt, dass das Pferd abends richtig versorgt wird und so weiter und so fort. Mhm. Genau. Und hast du da schon jemanden? Nein, ich suche noch aktiv jemanden. Okay, also Nummer eins, wir suchen nach einer Begleitung für das Wanderreiten. Genau, okay. Am besten mit zwei Pferden in der Nähe von Heidelberg. Besten zwei Pferde. Also, wenn du Lust hast, den Schwarzwald per Pferd zu durchwandern und wenn du am besten noch zwei Pferde zur Verfügung hast, dann melde dich bei Maren. Sehr gerne. Geht auch ohne Pferde, der findet mir auch eine Lösung. Okay. Und den Rest würde ich gerne per Fahrrad machen, selbstständig. Das heißt, ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, ey Maren, ich habe Lust, dich zu begleiten, ich komme ein paar Kilometer mit, dann freue ich mich darüber sehr. Aber mir ist wichtig, dass ich sagen kann, okay, wenn jemand krank ist oder sagt, du, ich habe aus irgendeinem Grund XY keine Zeit, dass ich sagen kann, okay, ich fahre es trotzdem weiter. Deswegen möchte ich gerne die Tour quasi selbstständig machen. Alleine muss nicht sein, aber auch kein Problem. Kennst du Forrest Gump bei der Gelegenheit? Den Film Forrest Gump? Mhm. Ich kenne den, ja. Ja, er läuft ja auch durch Amerika quer durch und die Menschen begleiten ihn beziehungsweise gehen weg. Das heißt, man kann dich begleiten, aber es ist eben nur ein Begleiten. Genau, also ich erwarte nicht irgendwie, also klar, wenn er dann mitkommt und sagt, ey, lass uns Zeit zusammen verbringen und wir sind gerade im Supermarkt und dass ich sagen kann, zum Beispiel, du, ich passe auf die Fahrräder auf und gehe jetzt mal kurz einkaufen. Aber das ist etwas anderes, finde ich. Ja. Und das heißt, ich fahre dann per Fahrrad und im besten Fall nehme ich meinen Hund mit. Aber das ist noch abhängig, weil er ist schon 10 Jahre alt. Mal schauen, ob er das dann noch schafft. Mhm. Und dann ist das Übernachten so, dass ich in Hostels übernachte, aber auch sehr gerne bei privaten Leuten. Ist quasi ähnlich wie Couchsurfing, dass ich auf dem Sofa benachte und so dann auch die quasi Menschen in ihrem privaten Raum quasi kennenlerne. Das finde ich immer sehr schön.
Das heißt, von den die 148 Stationen sind im Prinzip die Übernachtungsgelegenheiten. 148 Übernachtungsstationen, die du suchst. Genau. Okay. Das heißt, auch da, wenn man auf der Strecke, die Maren reisen wird, gehen wird, hinüber, hinter sich bringen wird. Nee, das, darum geht es ja nicht. Nicht hinter sich bringen, sondern die Strecke, die Maren absolviert. Dankeschön. Absolviert. Wenn deine Unterkunft, dein Haus auf dieser Strecke liegt und du sagst, ja, ich möchte gerne Maren unterstützen, dann kann man sich bei dir melden. Auf jeden Fall. Die Webseite zeigt die Route genau. Und es ist ja, wird auch in die Shownotes reingepackt. Sehr cool. Also das heißt, wenn das Haus dann 5 Kilometer nicht an der Stelle steht, in dem Dorf, was ich da angegeben habe, dann ist das voll in Ordnung. Es geht nur, dass man eine Vorstellung hat. Also dass zum Beispiel jetzt dann nicht jemand sagt, also zum Beispiel, ich würde dich gerne aufnehmen, aber ich wohne in der Schweiz. Das ist zwar dann sehr lieb und ich freue mich darüber und komme auch gerne bei Gelegenheit vorbei, aber das dann liegt dann überhaupt nicht auf der Route. Das ist dann ein bisschen blöd. Okay, gut. Jetzt haben wir die Strecke, wir haben die Unterkünfte. Wann wird die Tour der Freiheit stattfinden? Die Tour der Freiheit soll 2023 stattfinden. Mhm. Es sind gerade zwei Überlegungen. Meine Grundidee war, die Tour in einem durchzumachen, also wirklich 3-4 Monate unterwegs zu sein. Aber ich hatte jetzt gerade mein Training absolviert im Ambulantikum und habe dann gemerkt, 3 Monate Training. Mein Körper hat dann, ich bin sehr schmal und habe dennoch ein bisschen abgenommen. Und ich glaube, es ist für meine Gesundheit besser, wenn ich die Tour in 3 Teile aufteile. Das heißt, dass ich in einem Monat Streckenabschnitt A, dann einen Monat Streckenabschnitt B und dann den letzten Streckenabschnitt C mache. Und dann würde die Tour, ich habe 2022 mein Abi kurz, vor dem Studium stattfinden, der erste Teil, und dann die anderen 2 Teile 2023 in den Semesterferien. Okay. Das heißt, wir sprechen von einem, was würde das für den Start im Monat bedeuten? Ich habe mein Abi im Juli, das heißt, im 2022, im August, würde es dann stattfinden, der erste Teil. Und 2023 dann, wenn ich jetzt die Semesterferien richtig im Kopf habe, war das, glaube ich, im Juli, der zweite Teil, ja. Okay, das heißt 2022 und 2023. Ja. Gut. Dann habe ich gesehen, dass du einen Probelauf in diesem Jahr planst. Oh ja, das wird spannend. Genau, das ist, da kann ich auch schon verbindlicher sagen, das soll im August stattfinden. Der Start ist in Holland, bei Groningen und endet bei Venlo. Das sind 544 Kilometer. Und das mache ich natürlich auch abhängig von Corona, was dann erlaubt ist. Ja. Aber wie geht es erstmal von der guten Seite aus, dass im Sommer das möglich ist, nach Holland zu reisen, dann würde ich dann dort einen Monat per Fahrrad unterwegs sein. Okay. Und auch hier kann man dich unterstützen, indem man, den Punkt haben wir jetzt noch gar nicht mit dem Sponsoring und der Ausrüstung, da gehen wir gleich noch hin. Mhm. Aber der Punkt des Übernachtens ist auf jeden Fall ein Punkt. Also gerne, ich plane, ich bin da in dem Thema gerade ein bisschen eher pessimistisch. Ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr insbesondere bei Leuten übernachten kann, beziehungsweise dass das so gewollt ist. Aber weil natürlich, wenn sich jemand anbietet und sagt, ey, im Sommer ist das kein Problem, ich nehme dich gerne auf, ich lasse dich gerne auf der Couch schlafen, dann bin ich natürlich sehr darüber gefreut. Ja. Aber ich plane das gerade so, dass ich in Hostels übernachten würde. Okay, das heißt, auch als wenn man ein Pensionsbesitzer ist oder
auch vielleicht ein Hotelbesitzer ist und sagt, hey, das finde ich eine super Angelegenheit, ja, dann kann man sich bei dir melden. Auf jeden Fall. Ja. Ich erwarte auch keinen Luxus im Sinne von, ich brauche ein Bett. Das, also bei Zelten, das ist mir mit meiner Behinderung ein bisschen zu heftig nach dem Radtag. Ja. Und ein Bett und eine Dusche. Ja. Und das. Okay. Gut. Dann kommen wir nämlich noch zu den drei anderen Punkten, mit denen man dich unterstützen kann. Ich denke mal, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist das Weitersagen. Sprich, teilt die Podcast-Folge, der Link zu Marens Social-Media-Kanälen wird auch in die Shownotes reingepackt. Teilt das weiter. Ich werde es bei mir auch in die Stories reinpacken, auch bei Maren, du ja sicherlich auch. Teilen. Die Menschen sollen das erfahren, auch damit deine Vision der Dankbarkeit, des Andenkens, aber auch der Hoffnung verbreitet wird. Auf jeden Fall ist, ich möchte gerne, dass das Projekt bekannt wird, vor allem aus dem Grund der Hoffnung meines Arztes und für Maurer. Ja. Wichtig, warum das bekannt werden soll. Ja. Dann gibt es noch zwei Punkte. A, das Ganze braucht Ausrüstung. Ja. Fahrrad, Kleidung, Fahrradtaschen und so weiter und so fort. Der Punkt, wo du gerade gesagt hast, das ist einer meiner Stolpersteine. Ja, das Projekt kostet allein, also die Ausrüstung nur fürs Fahrrad kostet circa 6.000 Euro. Ich bin 21 Jahre alt in der Oberstufe. Das Geld habe ich nicht so direkt. Und deswegen brauche ich auf jeden Fall Unterstützer, die mir helfen, diese Ausrüstung anzuschaffen in Form von Sponsoring, beziehungsweise wenn Leute sagen, ey, ich bin zwar kein Sponsor, aber ich finde das, ich möchte bei dem Projekt mitmachen, ich möchte ein Teil davon sein, ein Zeichen setzen. Ich unterstütze in Form von finanzieller Unterstützung, dann ist das für mich auch voll super. Ja. Okay. Ja, so. Und das Letzte ist, wie gesagt, dass ich jemanden suche, der Lust hat auf ein Abenteuer und mit mir gemeinsam den Schwarzwald überqueren möchte. Ja. Wunderbar. Du hast ja schon ein paar Sponsoren auch. Und die dürfen sich gerne, dieser Raum der Sponsoren darf sich gerne noch mehr füllen. Ja. Liebe Maren, danke, dass du uns mitgenommen hast und diese deine Welt uns geöffnet hast, diese unglaubliche Größe. Zum Abschluss habe ich immer eine Frage. Jetzt kommt's. mal angenommen, wir könnten zu diesem Leben, was wir haben, also dieses Leben ist da und es ist gut, so wie es ist. Aber mal angenommen, du könntest jetzt noch nebenher diverse Parallelleben haben. Also du musst nicht das eine aufgeben, sondern das kann einfach nebenher passieren. Mhm. Und da ist alles möglich. Was würdest du machen? Wie würde dein Parallelleben ausschauen? Oh, mein Parallelleben wäre, glaube ich, wäre ein Gepard. Du wärst ein Gepard? Im Sinne von, ich würde so viel rennen wollen. Rennen. so rennen, so schnell wie der Wind. So. Das, was mir quasi in diesem Leben als Behinderung dargestellt wird. Mhm. Das wäre mein Parallelleben. Cool. So. Sehr schön. Cool. Ich danke dir wirklich für die Möglichkeit und auch für das tolle Gespräch mit dir. Und ja, bin sehr froh, dass du mich gefunden hast. Ich auch, Maren, und ich gehe davon aus, wir beide, wir werden uns noch wiedersehen und ich werde dich begleiten, ich werde zuschauen, was du tust und ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir auch nochmal ein Interview dann haben, wenn du weitergegangen bist, weil ich bin selbst unglaublich fasziniert von der Kraft von Visionen und Träumen und du kombinierst diese Balance aus Träumen und Machen, die für mich pure
Kreativität und Leben ist. Vielen lieben Dank für das Kompliment und auf jeden Fall bleiben wir in Kontakt und gerne können wir nochmal, dann wenn ich weiter bin mit dem Projekt, darüber reden, dass ja, wenn ich da andere inspirieren kann, auch Träume zu verwirklichen, ja, zu verfolgen, dann macht mich das stolz. Sehr schön. Maren, ich danke dir ganz herzlich. Danke dir ebenso. Wenn du jetzt fasziniert bist von Marens Geschichte und vor allen Dingen ihrem Projekt Tour der Freiheit, dann findest du, wie ich schon in der Folge gesagt habe, alle Informationen in den Shownotes. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn Marens Geschichte und Projekt geteilt werden. Denn dieser Traum, den sie hat und die Vision von Hoffnung, das ist so wichtig. Teile super gerne in Instagram unter dem Post zu dieser Folge, was deine Empfindungen waren, was deine Gedanken sind zu dieser Folge und diesem Gespräch, was ich mit Maren hatte. Lass uns alle daran erinnern, was unsere Sehnsüchte uns sagen. Lasst uns hinschauen, was unsere Visionen uns ermöglichen und lasst uns losgehen. Lasst uns losgehen und das in die Welt bringen, was für uns wichtig ist. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Lass es schillern. Bitte lass es schillern. Deine Verena.